dunkle Wolken über dem Betzenberg vor fast 45 Jahren bestritt der FCK als Gründungsmitglied sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga, ist das hier heute tatsächlich das letzte. 48.500 Zuschauer, das Fritz-Walter-Stadion war ausverkauft. Schauen Sie ihm in die Augen. Mit Stefan Kunz kehrte das Glück zurück, aber langt es am Ende für den Klassenerhalt? Zitat des Europameisters. Ich bin ruhig, ich bin zuversichtlich und ich bin ziemlich optimistisch. Na, dann schauen wir doch mal. Kaiserslautern in den roten Trikots. Die Gastgeber begannen gut. Sie wirkten nicht allzu nervös. Der Kölner Ümit Reinert kommt dazwischen. Dann Josh Simpson. Simpson gegen den Kölner Pezzoni. Gut gemacht. Macht vom Kanadier Simpson und Zimmer verpasst knapp in der sechsten Minute. Erste gute Szene des FCK. Milan Žažić, seine Mannschaft spielte konzentriert und überraschend ruhig. Das ist Demet, heute rechter Außenverteidiger für den gesperrten Müller. Demet schön auf Zimmer, der auf Reinert. Da ist Reinert. Aber Kessler hat den Ball. Thomas Kessler heute im Kölner Tor für den verletzten Farid Mondragon. Und hier bekam er erstmals richtig Arbeit. Stark rausgespielt von den Roten. Gut gemacht, aber eben noch kein Grund zum Jubel. Alles nix für schwache Nerven. Milivoje Novakovic im Lauterer 5-Meter-Raum zu Gast bei Kotisch und Tobias Sippel. Der Kölner Slowene verkündete schon vor dem Spiel, denen schenken wir nichts. Ecke für die Kölner, ausgeführt von Ümit. Abgeblockt und dann kommt Helmes, aber harmlos. Der FC ja seit 9 Spielen ohne Niederlage. 12.000 Kölner Fans kamen mit nach Kaiserslautern zur Aufstiegsfeier. Kaiserslautern mit Lamprecht. Der weiß ja, wie es geht. Hat zweimal in Folge mit Wolfsburg den Klassenerhalt geschafft. Lamprecht auf Reinert. Reinert, aber wieder Kessler im Kölner Tor. Lautern engagiert, aber mit zu wenig Mumm vor dem Tor. Milan Žažić. Nach einer halben Stunde steht es weiter 0:0. Nur 0:0. Da muss mehr kommen. Nochmal, ein Sieg würde den Klassenerhalt bedeuten, ein Unentschieden könnte zwar langen, aber dann müssten Offenbach oder Jena helfen. Im Moment würde es eben nicht reichen, im Moment wäre Kaiserslautern abgestiegen. Wie sagte Stefan Kunz vor dem Spiel, er sei ruhig, zuversichtlich und ziemlich optimistisch. Ob er es jetzt auch noch ist, lauter lange Gesichter. Natürlich kannten sie hier den Zwischenstand aus Osnabrück, aber eigentlich war es ja egal. Sie haben es doch selber in der Hand. Ein Tor muss her, ein Sieg muss her und alles wäre gut. Einwurf Lautern Bellinghausen, Mitreski klärt und dann Achtung, Kotisch. Ach du liebe Güte, das Engagement stimmte, aber vor dem Tor wackelten ihnen die Beine. Daumen drücken für den FCK, der Ministerpräsident als treuer Fan. Ecke, Kaiserslautern, die 41. Minute. Bellinghausen, Kessler bedrängt von Zimmer, der Ball im Tor, aber sofort abgepfiffen von Schiedsrichter Wolfgang Stark. Und damit lag er natürlich richtig, ganz klare Sache. So durfte Zimmer im 5-Meter-Raum nicht hingehen. Ein kurzes Gefühlshoch, aber dann doch die schnelle Ernüchterung. Der nächste Anlauf. Kaiserslautern wurde jetzt stärker, kurz vor der Pause. Demet, Pezzoni und Zimmer mit der Riesenchance zur Führung in der 43. Minute. Das wäre so kurz vor der Pause natürlich der perfekte Zeitpunkt gewesen. Aber wieder nix. Der Blick an die Linie, Milan Žažić. Das war sie, die letzte Chance in der ersten Hälfte. Pausenstand in Kaiserslautern 0:0. Halbzeit in Kaiserslautern, Jörg Dahlmann sprach mit dem Ministerpräsidenten Kurt Beck. Ich bin nass geschwitzt, muss ich sagen, weil die Aufregung so groß ist. Und ich muss ehrlich sagen, abgesehen von den letzten 5 Minuten, war es bisher auch nicht genug, um zu gewinnen. Richtig liegt er. Also keine Tore in Kaiserslautern in der ersten Spielhälfte. Das könnte langen für den FCK, aber nur wenn Jena in Augsburg gewinnt oder Offenbach in Osnabrück. Und danach sieht's ja gar nicht aus. Im Moment wäre Lautern abgestiegen in die dritte Liga. Aber noch bleibt eine Spielhälfte Zeit. Kurze Pause, dann geht sie weiter. Unsere Abstiegskonferenz.